musste jetzt letztens nochmal über einen Rhein-Neckar-Zeitungsartikel nachdenken. Ich meine, viele von euch wissen ja, ich bin der gebürtige Iraner. Ich bin ja im Iran geboren, im Iran aufgewachsen. Ich habe es, glaube ich, auch schon mal einmal gesagt. Das, was wir im Iran nicht haben, ist Demokratie. Und wenn ich mich hier hinstelle und über Demokratie rede und von einem hier in Deutschland geborenen, studierten Journalisten danach über mich lesen muss, dass ich mich als Retter der Demokratie stilisiere, dann frage ich mich schon, oder nee, da kommen hier schon ein paar Fragen auf. Also warum soll ein jemand, der hinzugezogen ist, sich Gedanken über Demokratie in Deutschland machen? Warum macht das nicht der Journalist hier von der Rhein-Neckar Zeitung? Warum macht er das nicht? Ich meine, er muss doch am besten, oder vielleicht genau deshalb, er weiß nicht, was Demokratie heißt. Das heißt, er ist ja damit geboren. Ich bin ja damit nicht geboren. Ich bin in einem anderen System aufgewachsen, wo man nicht seine Meinung sagen kann, wo man, wenn man schon seine Meinung sagt, irgendwo auf dem Marktplatz landet, entweder 70 Peitschenhiebe bekommt oder am Kran endet oder in ein Gefängnis verschwindet und nie wieder auftaucht. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe auch Angst, dass diese Zeiten uns bevorstehen. Wenn ich jetzt hier etwas sage und sofort diffamiert werde von Medienvertretern, sofort als, ja, der stilisiert sich hoch, der ist ein Rechtsradikaler, der ist ein Antidemokrat. Das macht mir schon Angst. Und ich weiß nicht, kennt ihr diesen Verfassungsschutzbericht? Wer kennt das schon? Wer hat's gelesen? Das ist ja schon Wahnsinn. Was hat der Verfassungsschutz bis jetzt gemacht? Die haben beobachtet, folgende Gruppierung, Islamisten, haufenweise Rechtsextreme und ab und zu mal Linksextreme. Weil, wie wir wissen, unsere Innenministerin ist ja eine Linksextremistin und ich glaube nicht, dass sie jetzt da unbedingt Linksextremisten beobachten will. Aber was hat sie gesagt? Ich glaube, sie hat irgendwann mal gesagt, unser größtes Problem ist Rechtsextremismus. Und der Innenminister von Thüringen hat auch irgendwann mal gesagt, dass die ganzen Corona-Leugner, die ganzen Demonstranten, alle Linksextreme seien. Und wenn ihr keine Linksextreme seid, dann lässt ihr euch von Linksextremen hierher locken und ihr läuft nur mit Linksextremen, mit Rechtsextremen. Entschuldigung. Ich bin ein Linksextremer, deshalb. Ich habe Artikel 20 Grundgesetz, das habt ihr bestimmt immer, ich glaube, der vierte Satz wird ja immer zitiert. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. Ich glaube, da bleiben verdammt viele hängen. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung. Bla bla bla. Das vergessen wir immer wieder. Das heißt, auch wenn wir der wenn wir auch der Souverän sind, wie können wir das im Prinzip ja ausüben, indem wir wählen gehen? Das steht im Grundgesetz drin. Es heißt nicht, dass wir alles so hier, ihr könnt mal machen, was ihr wollt, sondern wir partizipieren, indem wir wählen gehen. Habt ihr irgendjemand hören die Zahlen in Thüringen bei den beiden Wahlen oder die letzten Wahlen in Mecklenburg-Vorpommern und hat knapp 50%, weißt du das? Wahlbeteiligung. Ja, also im Prinzip so um die 50%. Okay. Das heißt, Hälfte der Menschen geht nicht wählen. Und jetzt kommt Verfassungsschutz und sagt, wenn wir die Regierung, die mit unter 50% oder überhaupt 50% gewählt wird, wenn wir die kritisieren, sind wir Antidemokraten. Ich habe es den genauen Text. Wartet mal ganz kurz. Genau, das ist aus dem Verfassungsschutzbericht. Die Akteure dieses Phänomens zielen dabei darauf ab, wesentliche Verfassungssätze außer Geltung zu setzen oder die Funktionsfähigkeit des Staates oder seiner Einrichtung erheblich zu beeinträchtigen. Ich wüsste gar nicht, wie ich das hier so machen soll, aber egal. Sie machen demokratische Entscheidungsprozesse und Institutionen von Legislative, Exekutive und Judikative verächtlich, sprechen ihnen öffentlich die Legitimität ab und rufen zum Ignorieren behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen und Entscheidungen auf. Diese Form der Legitimierung erfolgt meist nicht durch eine unmittelbare Infragestellung der Demokratie als solche, sondern über eine ständige Agitation gegen und Verächtung von demokratischen legitimierten RepräsentantInnen und Repräsentanten sowie Institutionen des Staates und ihrer Entscheidungen.
Das heißt, es reicht nicht aus, dass ich hier öffentlich mich hinstelle und sage, ich hasse die Demokratie, sondern es reicht, wenn ich den Lauterbach kritisiere, wenn ich Paul-Ehrlich-Institut kritisiere, wenn ich RKI kritisiere. Und wie lange dauert es, dass aus Beobachtung, dass sie mein Telefon abhören, mein Post abfangen und irgendwie Kameras in meine Wohnung installieren, wie lange dauert, bis ich um nachts um 2 Uhr von Schwarzgekleideten in einem SUV oder in einem Van abgeholt werden? Und die Frage mussten wir uns schon stellen. Und wenn ich hier stelle, dann habe ich Angst davor. Und es macht mir auch Angst, dass Journalisten oder solche, die sich als Journalisten schimpfen, da ist überhaupt gar nicht auf die Idee kommen, das im Prinzip in Frage zu stellen. Es gab letztens einen Artikel in Berliner Zeitung, war es, glaube ich, wo es drin stand, dass in China, dass die Corona-Maßnahmen so weit ausgeweitet haben, dass es ein Überwachungsstaat geworden ist. Dass da sich sogar Schwerverbrecher oder irgendwelche Verbrecher, die auf jahrelang auf Flucht sind oder waren, sich jetzt freiwillig stellen. Wollen wir das? Okay, ich will schon, dass die Verbrecher sich stellen. Das geht ja nicht darum. Genau richtig. Die Herrschaften von der Grünen, also die Faschisten im Grunde. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum man hier steht. Es geht gar nicht um Schlümpfen, es geht auch gar nicht darum, dass irgendjemand Verbote bekommt, nicht arbeiten gehen zu müssen. Auch darum geht es. Aber es geht darum, dass wir für unsere Grundrechte dastehen. Und genau die Medien haben auch die Aufgabe, das aufzugreifen. Das ist denen die Aufgabe, darauf aufmerksam zu machen. Und das machen sie nicht. Und das ist ein Riesenproblem. Und weiter heißt es bei denen vom Staatsschutz, weil Verfassung schützen sie ja nicht. Eine derartige Agitation steht im Widerspruch zu elementaren Verfassungsgrundsätzen wie dem Demokratieprinzip oder dem Rechtsstaatsprinzip. Also was ist Demokratieprinzip oder was verstehen Sie unter Rechtsstaatsprinzip? Ich habe nachgeschlagen. Ich bin da nicht so schlau, so wie der Lauterbach oder keine Ahnung wer. Und ich mag die Sachsen, habe ich schon mal gesagt. Und auf der Seite von Sächsische Landeszentrale für politische Bildung steht Folgendes. Unter dem Begriff Rechtsstaat versteht man das Prinzip, dass die Ausübung der staatlichen Gewalt selbst an Gesetze und das Grundgesetz gebunden sind. Es beugt eine Willkürherrschaft vor, in der die Exekutive oder andere staatliche Hoheitsträger, also auch RKI oder Herr Lauterbach, nach Belieben handeln können. Eng verbunden mit einer rechtsstaatlichen Ordnung ist ein Katalog von Grundrechten, welche Bürger gegenüber dem Staat einklagen können. Das Rechtsstaatsprinzip ist ein notwendiger Bestandteil einer Demokratie. Und dafür stehe ich hier ein. Ich stehe für meine Grundrechte ein, ich stehe für Gewaltenteilung ein. Ich stehe auch für Rechtsstaatsprinzip hier ein. Und wie geht's weiter? Was versteht man unter Demokratieprinzip? Auch Sächsische Landeszentrale für politische Bildung. Der Begriff Demokratie meint übersetzt Herrschaft des Volkes. Die heutige liberal-parlamentarische Demokratie basiert auf den Prinzipien der Volkssouveränität, Rechtsstaatlichkeit, Gewaltenteilung, des Schutzes von Minderheiten und Opposition, freien Wahlen, einer aktiven Zivilgesellschaft sowie Grundrechten für alle Bürgerinnen und Bürger. Also wir halten fest, Rechtsstaat ist was? Wenn der Staat sich an Gesetze und Grundrechten hält. Also meine Rechte, deine Rechte, eure Rechte, die ihr gegenüber dem Staat habt. Das ist Demokratie und Rechtsstaatsprinzip. Ja, aber er macht doch seine Gesetze selbst. Die Gesetze? Er macht doch die Gesetze, wie es ihm gefällt. Ja, weil wir nicht aufpassen. Ja. Weil wir nicht aufpassen. Also, wir, war der Rest still. Und was passiert mit uns, wenn wir hier stehen und unsere Rechte einklagen wollen? Was passiert, wenn wir vor dem Gericht stehen? Wir werden diffamiert. Wir werden von wem diffamiert? Von den Medien diffamiert. Von wem werden wir diffamiert? Von genau Herrn Habeck, der Herr Lauterbach oder keine Ahnung, wie die alle heißen. Und Recht auf Opposition. Wenn man aus Verfassungsschutz einen Staatsschutz macht, dann hat man auch als Opposition keinen Schutz. Und genau deshalb müssen wir auch hier stehen, genau deshalb müssen wir auch auf der Straße gehen und genau deshalb müssen wir auch darauf achten, dass die Medien wieder zurück sind zu ihren Kernaufgaben.
das heißt neutrale Berichterstattung, und dass die unsere Mitbürger mit, ja, Mitmenschen auch anständig informieren und nicht nur einfach eine Hofberichterstattung im Prinzip abliefern. Und ich glaube, mehr dazu muss man nicht sagen. Und bevor ihr euch langweilt, wünsche ich mal, dass ihr euch mal jetzt ein bisschen Spaß dabei habt. Am besten versucht, unsere Mitbürger ein bisschen aufzuwecken, weil auch wenn wir wenige sind, auch das zählt. Wie war das? Wir sind ein Stachel in einem Fleisch, und je kleiner der Stachel ist, desto mehr ärgert man auch. Also, jetzt machen wir unseren Aufzug und wir sehen uns nachher hier. Hi Leute, ich bin Banner und